danke vielmals, Sibylle. Ja, ich begrüße Sie auch alle recht herzlich. Ich bin schon so nett und freundlich vorgestellt worden und möchte daher gerne gleich in medias res gehen. Und zwar, ich habe schon vor der Tür noch kurz stehend gehört, dass einige Leute hierher gekommen sind, Probleme hatten, hierher zu gelangen, weil heute ja der Opernball ist. Und der Herr Van der Bellen kandidiert ja für das höchste Amt im Staat und der Opernball ist ja der Ball der Republik. Und jetzt wollte ich eingangs Sie einfach fragen, wie werden Sie es halten, so Sie gewählt werden? Zuerst die schwierigste Frage. Ich habe schon mal auf diese, also auf eine ähnliche Frage einem Journalisten gesagt, zählen Sie nicht solche Sachen auf, sonst überlege ich es mir noch mal. Ist offenbar ein Pflichttermin, also ich werde es überleben. Okay, und jetzt sind wir vom Ton her schon in der ersten Frage, die ich mir überlegt habe. Und zwar, also Herr Van der Bellen, Sie gelten ja und haben das auch geschrieben und immer wieder betont, als ein Politiker mit einem Hang zur Ironie und manchmal auch zum Sarkasmus. Jetzt, wenn Sie eben kandidieren als Bundespräsident, das ist ein Amt mit sehr vielen Repräsentationspflichten und irgendwie jetzt ein paar weniger Freiheiten zum Aufzeigen von Widersprüchen und Paradoxien. Wie werden Sie es mit der Ironie und mit dem Sarkasmus halten, wenn Sie zum Bundespräsidenten gewählt werden? Das ist wieder auf der gleichen Linie wie die erste Frage. Man wird sich vielleicht ein bisschen zurückhalten müssen, aber ganz verleugnen kann ich ja meine Art nicht. Man muss schon ein bisschen, glaube ich, aufpassen, wann man so reagiert, ne? Weil nichts ist schlimmer. Ich habe die eine oder andere Parlamentsrede in Erinnerung, wo man eine ironische Bemerkung fallen lässt und dann merkt, der Saal ist nicht mitgegangen. Ja? Also eine ironische Bemerkung zu machen und dann zu sagen, sorry Leute, das war jetzt ironisch gemeint, das ist äußerst beschwerlich. Ne? Das ist ja, der ganze Witz ist dann weg. Ne? Man verleidet seinem irgendwie. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, bin ich damit gut gefahren. Also man versteht das schon. Also wann ich etwas ganz ernst meine und wann, die Engländer haben einen schönen Ausdruck dafür, with tongue in cheek. Ja. Also ich finde, die Frage hat auch einen ernsten Hintergrund, und zwar, wenn ich mir anschaue, die Art und Weise, wie sich die Kommunikation im professionellen Bereich, aber auch im persönlichen Bereich verändert hat durchs Internet. Also das Internet ist im Großen und Ganzen eine ironiefreie Zone, wo wir uns schon überlegt haben, beim Standard, dass wir ein i sozusagen immer posten, um die Ironie zu betonen, damit es auch klar rüberkommt. Jetzt für mich wäre die Frage, einerseits, wo liegen Ihrer Ansicht nach eigentlich die Vorteile einer ironischen Betrachtungsweise von politischen Realitäten? Umgekehrt gefragt, also was passiert, wenn das nicht mehr möglich ist? Also wenn statt, sagen wir jetzt, Sarkasmus, Häme entsteht? Ja, es kommt schon sehr auf die Situation an. Also vielleicht hat die eine oder der andere von Ihnen, auf YouTube ist es, glaube ich, eine Parlamentsrede von mir gesehen, gehört, wo ich Herrn Strache auf sarkastische Art, finde ich, angegriffen, gedemütigt habe, bis zu einem gewissen Grad lauter. Ich werde mich bemühen. Näher? Okay. Das Mikro geht nicht. Hallo? Achso, ja, das Mikro ist aus. Schau mal, ist es eingeschränkt? Jetzt besser? Ja. Jetzt ist es besser. Schau mal, ist es eingeschränkt? Da ging es um Budgetfragen, also diese Rede im Parlament, und Strache war sozusagen mein Widersacher. Das ist mir zufällig entstanden. Wie ich zum Rednerpult gegangen bin, wusste ich eigentlich noch nicht, was ich sagen soll. Aber dann bei einer Art Zwiegespräch sozusagen mit Strache, der eine dringliche Anfrage gestellt hat, stellte sich plötzlich heraus, er hat eigentlich keine Ahnung, wie viele Milliarden
1% des Sozialprodukts sind, Defizit, wie viel Steuereinnahmen man da braucht und so weiter. Ja. Da kann man natürlich schon sehr schön reinfahren. Das kann man aber nicht, finde ich, bei jeder Gelegenheit machen. Ich finde, da ist es erlaubt, weil Strache kann sich ja wehren. Er sitzt da und hört alles. Über einen Nicht-Anwesenden würde ich in der Regel nicht so sprechen. Er kann sich ja auch nicht so wehren. Oder jemand, der sozusagen nicht auf der gleichen politischen Ebene steht in gewisser Weise. Also mit dem berühmten Mann aus dem Volk würde ich nicht so reden. Das ist ja, finde ich, klar. Ja, sonst, mein Gott, man kann ja da auch Popeye zitieren wieder mal. Und Popeye, ich habe den Kontext vergessen, aber irgendwann sagt Popeye, kennen Sie Popeye? Ja. In irgendeiner Gelegenheit sagt Popeye, ich bims, was ich bims, und das ist alles, was ich bims. Das ist, mit anderen Worten, ich will damit nur sagen, man kann und soll sich nicht zu sehr verdrehen in der Situation, auch wenn man gewisse Rücksichten auf den Kontext natürlich immer nimmt. Ja, Entschuldigung. Na gut, wie gesagt, ja, das ist eine Frage des Kommunikationsstils und auch der persönlichen Präferenzen. Aber also ich finde, dass die Häme jetzt bei dem Thema, in dem sie wahrscheinlich auch am meisten angesprochen werden, jetzt in dem beginnenden Wahlkampf, nämlich der Flüchtlingsfrage, die ja allgegenwärtig ist, also Gehässigkeit, Häme in Form von Gehässigkeit, in höchstem Maße stattfindet. Jetzt habe ich Ihre Autobiografie in Vorbereitung des heutigen Gesprächs gelesen und da kommt was Interessantes vor. Und zwar schreiben Sie da in dem Abschnitt, wo es um die FPÖ geht, dass es nicht Angst vor den Flüchtlingen sei, die die FPÖ zu ihrer Art der Anti-Asylantenpolitik bringt, sondern Hass auf Flüchtlinge sei. Meinen Sie das jetzt über die FPÖ hinausgehend auch? Meinen Sie, dass sozusagen der Grund für diese ganz großen Vorbehalte nicht in dem, was überall behauptet wird, und seitens der ÖVP und der SPÖ, die Menschen fürchten sich zu sehr vor den Fremden, sondern auch in einem Hass liegt? Ja, bis zu einem gewissen Grad. Also wie ich das geschrieben habe, war ich noch nicht Präsidentschaftskandidat. Ja. Mir ist damals auf die Nerven gegangen, dass, was viele Menschen sagen, dass sie die Wähler der FPÖ, also ich übertreibe jetzt sarkastisch, durchaus anständige Menschen sind und nur aus Sorge, Angst oder Groll über die Bundesregierung FPÖ wählen. Und ich habe da meine Zweifel. Ich meine, es sind alles mündige Bürger und Bürgerinnen, oder? Es sind alle erwachsen. Haben das Wahlrecht ja nicht von ungefähr, müssen ja wissen, was sie tun. Also das ist mir auf die Nerven gegangen. Bei den Flüchtlingen selbst, es ist ja kein autobiografisches Buch, aber es gibt kurze autobiografische Notizen in dem Buch, das letztes Jahr erschienen ist. Da wusste ich noch nicht, ob ich kandidieren werde oder nicht, aber ich habe mir gedacht, aber wenn ich kandidiere, dann sollen die Leute auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Nämlich, dass ich, um im heutzutage üblichen Jargon zu bleiben, ein, wie heißt das, Immigrant der zweiten Generation bin. Das ist jemand, der in Österreich geboren worden ist, aber von nicht österreichischen Eltern. Flüchtlingskind, wenn Sie so wollen, obwohl ich mich da zurückhalte, weil meine Eltern hatten alles in allem immer noch Glück bei ihren dreimal Fluchtbewegungen. Glück insofern, sie waren nicht barfuß unterwegs, sie mussten nicht, also es ging irgendwie geregelte Bahnen und vor allem, sie haben dreimal Unterschlupf gefunden, ohne größere Probleme, zuletzt eben in Österreich. Aber seit ungefähr 20, 30 Jahren, also seit Jörg Haider damals seinen großen Aufstieg hatte, habe ich mich schon hin und wieder gefragt, bin ich jetzt im Jargon dieser Leute ein echter Österreicher oder nicht? Wie viele 100 Jahre muss man hier ansässig sein, um als echter Österreicher zu gelten? Ja?
Also ich finde, meine mittlerweile 72 Jahre reichen, aber es wird sicher Leute geben, die das nicht finden. Ich habe auch, das erwähne ich ein bisschen ironisch, dass ich ja auch seit 59, glaube ich, also das sind mittlerweile 54 Jahre, seit 54 Jahren, ich finde das lang genug, österreichischer Staatsbürger bin. Und davor hatten meine Eltern und ich die estnische Staatsbürgerschaft. Das ist ja eine Ironie in sich, nämlich eine historische, dass man damals mit einem estnischen Pass reisen konnte, obwohl Estland als selbstständiger Staat ja gar nicht existiert hat. Estland war ja Teil der Sowjetunion. Aber offenbar hat irgendwo in Stockholm eine Art Exilregierung existiert, die nichts anderes zu tun hatte, als Reisepässe auszustellen. Und einen davon hatten wir. Wir müssen uns jetzt eben ein Mikrofon teilen, was die Spontanität des Gesprächs ein wenig unterbrechen wird. Also ich habe jetzt, während Sie das gesagt haben, mir überlegt, ich glaube, ich habe recht, dass Sie, wenn Sie Bundespräsident werden sollten, eigentlich die erste Person wären in der Position, die so etwas wie einen Flüchtlingshintergrund hat. Jetzt haben Sie so betont, also Sie haben das mit dem Hass und mit der Angst geschrieben, bevor Sie sich entschieden gehabt haben. Was ändert das sozusagen, diese Entscheidung der Kandidatur, auch in Bezug auf die Art und Weise, wie Sie zum Beispiel darüber reden? Vorweg möchte ich nur etwas sagen, das ist alles relativ mit den Flüchtlingen. Ich kann mich erinnern an eine Zeit, wo unser Bundeskanzler Franicki hieß. Meiner bescheidenen Meinung nach deutet das vielleicht auf einen polnischen Ursprung hin irgendwann. Der Vizekanzler hieß Buzek, in meinen Augen tschechisch, slowakisch, oder? Der slowakische Ministerpräsident zu der Zeit hieß übrigens Schuster. Damit will ich nur sagen, Österreich ist ein polyphones Land, immer gewesen. Insofern wäre ich keine Ausnahme. Ausnahme ist, ob das jetzt jemand seit 100 oder 150 Jahren hier ist oder seit 70 Jahren, es sind ja, wie soll ich sagen, triviale Unterschiede. Jetzt allerdings mit diesem einerseits zu erwartenden, andererseits unerwarteten Zustrom von Hunderttausenden von Flüchtlingen haben wir natürlich eine besondere Situation. Und ich versuche einerseits nicht blauäugig zu sein und andererseits auf die verfassungsrechtlichen Grundlagen eine Entscheidung, ob jemand Asyl beantragen darf oder nicht, hinzuweisen. Mit nicht blauäugig meine ich, ja, es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass hier jetzt viele junge Männer auch zuströmen, die aus sogenannten Kulturkreisen kommen, jedenfalls aus Ländern. Jetzt funktioniert es wieder. Schauen wir, ob es jetzt wieder. Na, so tot ist es. Okay, mach du mal es weg. Du musst kommen. Lass uns. Okay, kein technisches. Und auf dem Boden am besten weg. Das hat ein Eigenleben. Was hat ein Eigenleben? Das passt dem Mikrofon schon gar nicht. Auch das nicht. Das ist schon der Verfassungsschutz. Ja. Hast du das rausstecken? Oh Gott. Entschuldigung. Das ist der Vorführeffekt. Also dieses geht jetzt, noch. Jetzt. Dankeschön. Ja, der Club ist halt nicht vollkommen. Jetzt ist es tot. Apropos Verfassungsschutz. Es gab vor Jahrzehnten einmal eine Situation, wo ich das berechtigte Gefühl hatte, abgehört zu werden, also telefonisch. Und unvergesslich ist mir ein Telefonat mit Egon Matzner, damals Professor an der TU, hier in Wien. Und bevor das Gespräch richtig begonnen hat, habe ich ihm gesagt, du Egon, Vorsicht, weil mein Telefon wird sicher abgehört.
Egon Watzner sagte, sehr gut, umso schneller werden meine Ideen transportiert. Das ist leider im Zeitalter der NSA nicht mehr der Fall, weil alle abgehört werden, in dem Sinne. Ja. Aber trotzdem, diese Souveränität ist mir unvergesslich. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei den Flüchtlingen. Also mit blauäugig meine ich, natürlich sind einige davon antisemitisch erzogen worden, und darauf ist Bedacht zu nehmen. Manche sind vielleicht anti-israelisch erzogen worden und verwechseln das dann mit Antisemitismus. Das kann sein, wird auch so sein in einigen Fällen. Sie haben ein anderes Verständnis von der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Darauf werden wir auch in mehreren Jahren Erziehungsarbeit zu achten haben. Das meine ich, ist alles sinnlos, das zu leugnen. Das wird schon so sein. Wenn ich auch in diesem Zusammenhang darauf hinweisen möchte, dass es nicht wahr ist, dass die jungen Männer 70% ausmachen, sondern in den letzten 2 Monaten ungefähr hat sich das vollkommen gedreht und die Frauen und Kinder überwiegen und nicht die jungen Männer. Ne? Ja, jetzt ist ja so, dass auf irgendeinen Umstand, der ja nicht wirklich überraschend ist, dass eben auch Leute mitkommen aus Syrien, die zum Teil indoktriniert worden sind mit Israelfeindlichkeit, dass ein anderes Verhältnis Mann-Frau existiert, wird ja mit einem großen Schock reagiert. Jetzt, was haben Sie für so Schock und Ablehnung? Also es wird dann gesagt, ja, und große Katastrophe und wir werden überrannt und so weiter. Was haben Sie jetzt für Vorschläge, was geschehen muss, um dieses Problem in den Griff zu bekommen? Und sehen Sie Ansätze in der realen Politik, dass das tatsächlich geschieht? Also ich rede jetzt von unserem Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz, der immerhin die Integrationsagenten innehat. Was wäre dann notwendig und was geschieht? Reicht das aus? Es ist schon einmal richtig, dass vor allem die Vorkommnisse in Köln sehr große Aufmerksamkeit erregt haben, mit Recht. Das ist absolut indiskutabel, was da passiert ist. Aber wenn mir jemand zu sehr, wie soll ich sagen, auf die Nerven geht mit Köln, sage ich, das ist alles indiskutabel und gehört strafrechtlich soweit möglich verfolgt. Aber vergessen wir dabei nicht, dass die wirklichen Gewalttaten, damit meine ich Brandanschläge, Mordanschläge, Mordversuche und tatsächliche Morde ausnahmslos praktisch in Deutschland auf der rechtsextremen Seite passiert sind. Ja? Und von den, ich weiß nicht, 400 Brandanschlägen letztes Jahr meines Wissens kein einziger vorläufig aufgeklärt worden ist. Ja? Also wenn man sich so beschwert hat darüber, dass die Kölner Missetäter nur zu einem geringen Teil ausfindig gemacht worden konnten, ja, schlimm genug, aber 400 potenzielle Mörder auf der anderen Seite nicht zu finden, das finde ich dann schon noch einmal etwas schlimmer. Ja? Was die Integration betrifft, da muss ich leider sagen, ich sehe etliche Signale, die die Integration von Flüchtlingen in den kommenden Jahren in Österreich eher erschweren werden. Das sage ich jetzt ganz unpräsidentiell. Als Präsident müsste ich ein entsprechendes Gesetz unterschreiben, wenn es verfassungsmäßig zustande gekommen ist. Zum Beispiel das Asyl auf Zeit halte ich für einen Schwachsinn, ehrlich gesagt. Ja? Weil erstens einmal dauern jetzt schon Verfahren unerträglich lange. Vor ein paar Monaten war ich in Oberösterreich untergebracht, anlässlich einer Diskussion in einer Pension, die eigentlich reserviert war für Flüchtlinge. Und dann haben wir 1 oder 2 Stunden gesprochen mit den Leuten, die dort wohnen. Ausnahmslos war das Problem nicht nur, dass sie warten und warten auf das Erstgespräch, sondern dass sie nicht wissen, wann das Erstgespräch denn endlich stattfindet. Ja? So. Ich nehme mal an, dass das so lang dauert, weil wir eben unzureichend Personal haben in diesen Fragen. So, unzureichend Personal. Jetzt müssen alle diese Asylverfahren nach 3 Jahren wiederholt werden. Das wird jetzt kürzer dauern. Ich weiß nicht,
wie sich die Bundesregierung jetzt rein technisch oder verwaltungstechnisch das vorstellt, wie das sein wird, wo wir jetzt schon diese langen Verfahren haben. Ganz abgesehen davon, wenn ich jetzt ich komme jetzt nach Österreich, ja, bekomme nach wie vielen Monaten auch immer oder Jahren Asyl. 3 Jahre später soll das Verfahren wiederholt werden. Ja, welcher Unternehmer hat eine Freude damit, jemanden einzustellen, von dem man nicht weiß, ob er nach 3 Jahren überhaupt noch da sein wird? Ja? Und welche Anreize bestehen auch für den Betroffenen, sich entsprechend zu bilden, entsprechend Deutsch zu lernen, seine Berufsausbildung oder ihre Berufsausbildung zu vervollkommnen, etc., etc.? Das steht ja alles unter dem Damoklesschwert dieser 3 Jahre. Ja, alle sind sich einig auf der politischen Ebene, dass die Integration einmal ganz, ganz wichtig ist. Aber in der Praxis passieren Dinge, die dem Integrationsgedanken, finde ich, diametral zuwiderlaufen. Es gibt dann auch einen weiteren Punkt, auch dieser geplanten Asylnovelle, der laut diversen Experten noch viel kniffliger ist, nämlich es soll ja die Möglichkeit für anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte der Familienzusammenführung massiv eingeschränkt werden. Also das ist die Möglichkeit für eben anerkannte Flüchtlinge und Subsidiäre, dass sie ihre engsten Familienangehörigen, also damit sind die Ehefrauen, die Ehemänner und die leiblichen Kinder nicht mehr gemeint, einfach mit Hilfe dann eines Visums, das diese beantragen, dort wo sie herkommen, an einer österreichischen Botschaft, legal nach Österreich bringen können. Und das soll eigentlich ja, für zwar Subsidiärschutzberechtigte de facto verunmöglicht werden. Jetzt, erstens interessiert mich, was Sie dazu sagen, und zweitens interessiert mich auch dieses Element der absoluten Unvernunft und wie Sie sich das erklären, was hinter diesem Plan ist. Weil, ich meine, wenn man tatsächlich eben mit Menschen konfrontiert ist, die es schwer haben werden, sich vielleicht hier einzufinden, weil hier sehr viel anders ist als dort, wo sie herkommen, und es man ihnen verunmöglicht, dass sie ihre Familie nachholen, das kann ja nicht gut gehen. Wie erklären Sie sich die Unvernunft, die hinter dem Ganzen ist, und warum setzt sie nicht durch? Das sind aber schwere Fragen. Einerseits haben wir auch hier eine widersprüchliche Situation, finde ich. Wenn, ich sage es einmal jetzt ganz allgemein, diejenigen, die in den zuziehenden jungen Männern oder einigermaßen jungen Männern eine Gefahr sehen, wenn denen gleichzeitig der Familiennachzug, das heißt von Frauen und Kindern, erschwert wird. Das ist paradox, um es milde auszudrücken. Es kann aber sein, da kann ich quantitativ nicht beurteilen, dass bis zu einem gewissen Grad diese Politik Erfolg hat, unter Anführungszeichen. Also zum Beispiel in diesem Flüchtlingsheim in Oberösterreich war einer, weiß ich nicht, war er Syrer oder Iraker, jedenfalls hat er sich durchgeschlagen bis nach Österreich, das Asylverfahren läuft, aber er hat beschlossen, wieder zurückzugehen. Er wartet immer noch auf sein Erstgespräch, er weiß nicht, wie viele Monate das dauert. Und im Libanon hat er Frau und 3 Kinder zurückgelassen und das hält er nicht aus, hat er gesagt. Ja? Also insofern auf eine, wie soll man es jetzt nennen, auf eine, ich würde sagen, etwas zynische Weise, könnte in Einzelfällen diese Politik Erfolg haben. Ich glaube nicht, dass es massenhaft Erfolg hat. Aber warten wir ab. Jetzt ist ja diese geplante Maßnahme ist ja sozusagen der vorläufige Endpunkt von einer Reihe von Asylnovellen, die dieses Land seit 15 Jahren heimsuchen. Ich glaube, wir halten jetzt bei der 15. oder 16. in den letzten 15 Jahren, 17 Jahren. Ich meine, jetzt sitzen wir hier gerade im Republikanischen Club, also dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 1993 unter anderem das Lichtermeer gegen das Ausländervolksbegehren mit initiiert haben. Dieses Anti-Ausländervolksbegehren der Freiheitlichen Partei. Und damals ging es gegen Vorschläge, die in der Zwischenzeit leider alle im Großen und Ganzen erfüllt sind. Also nicht wirklich hundertprozentig, aber die meisten sind hiermit schon gesetzt geworden. Manches ist sogar, wie zum Beispiel die Einschränkung der Familienzusammenführung, das wurde damals gar nicht von der FPÖ gefordert. Jetzt möchte ich schon einmal ein bisschen hart fragen, kann man nicht eigentlich sagen, dass die im Lichtermeer zum Ausdruck gekommene humanistische Politikvorstellung im Endeffekt
nicht wirklich funktioniert hat, respektive, dass sie es geschafft hat, gewisse Entwicklungen längerfristig, aber eben nur sozusagen auszubremsen? Zunächst würde ich Sie bitten, ich weiß nicht, wie man das macht. Wir haben nämlich heute nachgelesen auf Wikipedia, Lichtermeer 1993, und der Wikipedia-Artikel kommt zu einem anderen Schluss, nämlich, dass es sehr wohl wirksam war und dass sie unmittelbar gar nichts, also nichts im Sinne des FPÖ-Volksbegehrens damals passiert ist. Aber es wird nicht erwähnt, dass zwar vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren nichts passiert ist damals, aber dann die meisten Forderungen des Volksbegehrens mehr oder minder, wie Sie sagen, durchaus umgesetzt wurden. Also des FPÖ-Volksbegehrens damals. Ne? Wie hieß das? Österreich zuerst? Oder so Österreich ähnlich? Zuerst, ja. Ja. Also Österreich zuerst steht nach wie vor im FPÖ-Parteiprogramm. Wobei gegen das ja nichts zu sagen ist. Natürlich kommt für mich auch Österreich zuerst. Wo ist dann die Grenze dieses zuerst? Ne? Naja. Ich bemühe mich, etwas Positives zu sagen. Also ich würde jedenfalls nicht glauben wollen, dass das ein Siegeszug des Rechtsextremismus oder auch nur Rechtspopulismus ist in Österreich. Wir haben nun einmal dieses Potenzial, wenn wir die letzten 100, 120, 150 Jahre anschauen, unter verschiedenen Titeln, das waren mal die Deutschnationalen, mal die, mal jene. In den 30er Jahren war es der Rechtskatholizismus und Präfaschismus und Austrofaschismus. Also wir haben hier, wir sollen nicht so tun, als wäre das etwas Neues. Ne? Das Beunruhigende auf der einen Seite ist, das meine ich jetzt aber nicht ernst. Natürlich, ich habe neulich dieses Buch gelesen, wie heißt das, er ist wieder da. Ah, vom Adolf Hitler, der... Ja, ja, diese Persiflage, aber was einem schon ein bisschen kalt wird. Im Gegensatz zu diesem Buch glaube ich nicht, dass ein neuer Hitler das gleiche Bärtchen und den gleichen Scheitel haben würde. Also ich meine nur, es würde ein moderneres Gesicht, moderneres Programm unter Anführungszeichen brauchen. Aber dann denke ich mir wieder, ja mein Gott, das ganze letzte Jahr und das halbe Jahr davor haben wir uns noch anhören müssen, nicht nur von der FPÖ, sondern in allen Zeitungen, ich glaube den Standard inklusive, dass Strache der nächste Bürgermeister von Wien werden will jedenfalls und womöglich werden wird. Und ich sage, und, was ist passiert? Bezirksvorsteher von Simmering. Ne? Also, die nächsten Jahre wird er uns quälen damit, dass er Bundeskanzler der Republik Österreich werden wird. Alle Zeitungen werden das brav berichten. Und was wird sein? Na, nichts dergleichen. Müssen wir jetzt ein Äquivalent für den Bezirksvorsteher von Simmering finden. Ich möchte jetzt auch also eine aus Ihrem Buch Die Kunst der Freiheit, ist mir auch etwas aufgefallen, was vielleicht auch ein wenig zuversichtlich stimmt, nämlich das, was Sie jetzt gerade erwähnt haben, nämlich dass in Österreich schon seit 120 Jahren Ihrer Ansicht nach ungefähr 30%, sagen Sie, potenziell rechtsextreme Wähler existieren. Und eben sagen, das waren die Deutschnationalen, die Präfaschisten und heute die FPÖ-Wähler und Wählerinnen. Das würde eigentlich bedeuten, dass die FPÖ irgendwie ihr Potenzial erfüllt hat. Meinen Sie das? Ja, das meine ich tatsächlich. irgendwie habe ich mich ein bisschen näher damit beschäftigt, also in einem ganz anderen oder ziemlich anderen Kontext, nämlich der Ruinierung der Universitäten, vor allem jenen in Wien, darunter auch vor allem die Universität Wien, an der ich ja 30 Jahre, naja, jedenfalls lange war. Wie ich nämlich festgestellt habe, dass die Universität Wien als pars pro toto keineswegs erst 1938 ruiniert wurde, sondern schon seit den frühen 20er Jahren. Seit den frühen 20er Jahren
weil wir einerseits sozusagen das rote Wien hatten, aber nur in der Gemeindevertretung und in der Gemeindepolitik. Die Universitäten, die Bundesinstitutionen waren durchsetzt, und insbesondere alles, was die Uni betrifft, durchsetzt damals schon von antidemokratischen, antisemitischen, präfaschistischen, rechtskatholischen Menschen, Männern, damals fast ausnahmslos, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich ausnahmslos. Wie komme ich jetzt auf das? Ja, dieses Potenzial. Ne? Und das war damals weit höher in den 20er und 30er Jahren, dieses Potenzial. War oft genug auf der Uni, wenn Freunde und ich, also zum Beispiel der Peter Rosner, war auch Professor an meinem Institut, gesagt, nein, was nicht wieder Schreckliches passiert ist, haben wir gesagt, ja, aber im Gegensatz zu den 30er Jahren sind die Universitäten liberal, ja, und nicht antidemokratisch, präfaschistisch etc. Das würde ich ausnahmslos für alle Universitäten in Österreich sagen. Das heißt, die Intelligenz im Gegensatz zu den 20er und 30er Jahren steht nicht rechts. Ja, ich meine, es ist ja auch vielleicht auch ein Fehlen von einer Alternative abseits der FPÖ als sogenannte Protestpartei, die das Problem ist. Wenn Sie sagen, also das Potenzial für Rechtsextremismus liegt bei 30%, dann stellt sich für mich schon die Frage, und wie hoch setzen Sie im Vergleich dazu das Potenzial für Links- und Liberalwähler eigentlich insgesamt in Österreich? Das sind 70%. Wie hoch ist das? Naja, alle anderen zusammengenommen. Waren jedenfalls bei der Wien-Wahl rund 70%. Ja. Das ist eine satte Zweidrittelmehrheit. Ich meine, es ist so, oder? Also, bin ich jetzt so optimistisch? Das weiß ich nicht. Ich meine, ich habe schon Verschiedenes erlebt, mein Gott, ja. Zur Hochzeit von Jörg Haider sind zum Teil jedenfalls die Tiroler Bauern also ohne Zwischenschritt von der ÖVP zur FPÖ gewechselt, das stimmt. Ja. Und wieder retour. Der Vorteil, wenn man schon älter ist, finde ich, man wird ein bisschen optimistisch. Ich bin aufgewachsen in Tirol und ich kann mich schon gut erinnern, dass noch in den 60er Jahren die Tiroler Tageszeitung, die heute, finde ich, ein im Wesentlichen liberal, neutrales, humanes Blatt ist, ja, aber damals offen die Rassentrennung in Südafrika unterstützt hat. Das glaubt man heute vielleicht nicht, aber das kann man nachlesen. Ja? Damals hatte die ÖVP eine satte Zweidrittelmehrheit in Tirol. Das kommt nicht mehr wieder. Ja? Damals, also selbst im Bereich der katholischen Kirche, finde ich, sind die Bischöfe jedenfalls in Tirol liberaler geworden. Ja? Ist nur ein kleines Beispiel, aber es hat lange genug gedauert und viel zu lang. Aber da gab es so einen obskuren, wie soll ich sagen, Wallfahrtsort, das Andern vom Ring. Ein bisschen außerhalb von Innsbruck, aber nicht sehr weit weg von Innsbruck. Und da wurde eine obskure Ritualmordlegende über die Jahrhunderte irgendwie gepflegt, ja. Und es war dann Bischof Stecher, wenn ich mich recht erinnere, der dem diesem Spuk ein Ende bereitet hat. Jetzt kann man sagen, ja mein Gott, und das hat 300 Jahre gedauert, wo sind wir denn? Ja? Oder vielleicht noch länger. Aber man kann auch sagen, man hat dem ein Ende bereitet. Ja? Endlich ist es weg. Also ich neige mehr zur zweiten Ansicht. Okay, um auch auf ein anderes Thema zu sprechen zu kommen. Also das Buch, das Sie geschrieben haben, heißt Die Kunst der Freiheit, und durch dieses gesamte Buch zieht sich die Frage, inwieweit heutzutage die Freiheit, also die individuelle Freiheit, nicht die Gleichheit, nicht die Solidarität ist gleich Brüderlichkeit, also die persönliche Freiheit in Gefahr ist.
Ist mir heute aufgefallen, gerade heute in Frankreich hat Amnesty einen Bericht herausgegeben bezüglich des dort jetzt herrschenden Ausnahmezustandes, der verlängert werden soll. Also der jetzt, glaube ich, schon 3 Monate hält und jetzt weitere 3 Monate angesetzt werden soll. Also sehen Sie in solchen Entwicklungen, die ja mit dem Terrorismus zusammenhängen, also eine Gefahr für die Freiheit direkt als solches? Würden Sie Amnesty zustimmen? Ja, mit der Einschränkung. Ich meine, der Anschlag oder die Anschläge in Frankreich sind schon etwas, wo man nicht einfach zur Tagesordnung übergeht, oder? Ja. Nichtsdestoweniger würden die Terroristen gewinnen, wenn das dazu führen würde, dass wir alle unsere Freiheiten entsprechend einschränken. Das muss man auch dazu sagen. Und das ist eine Gratwanderung. Ne? Also wo die Grenze zwischen legitimer und notwendiger Überwachung ist, zum Beispiel, und einer unzulässigen Einschränkung der Bürgerrechte aller anderen. Das sind schwierige Entscheidungen, wo man nicht, finde ich, leichtfertig das eine oder andere Schlagwort benutzen soll. Ja, laut dem Bericht von Amnesty sind so Dinge geschehen, wie zum Beispiel, dass von den Personen, die da festgenommen worden sind, oft bei Nacht und Nebel und eben ohne richterliche Verfügung, 60 bis 70 Personen ihren Job verloren haben. Also etliche auch Geschichten über Misshandlungen akut geworden sind. Sind das Dinge, die man in Kauf nehmen muss? Im Endeffekt schon, weil die Gefahr des islamistischen Terrorismus ja tatsächlich nicht zu unterschätzen ist. Und wie lang? Ja, und wie lang? Also ich kenne diesen Bericht nicht, aber es wird schon stimmen. Wenn Amnesty das sagt, dann stimmt es auch, würde ich annehmen. Die französische Polizei ist jetzt nicht berühmt für ihre Samthandschuhe, oder? Also hätte ich ja mal gesagt, IS-Terror hin oder her. Es hat schon andere Fälle gegeben, finde ich, wo man über das notwendige Maß hinaus reagiert hat, zum Beispiel in Deutschland, ich weiß nicht, war das vor oder nach dem RAF-Terror, wo Leute, die sich um Stellen im öffentlichen Dienst beworben haben, überprüft wurden auf Herz und Nieren, was ja in Ordnung ist, aber wenn sie abgelehnt wurden, nicht erfahren haben, warum. Ja? Und das finde ich unzulässig. Also wenn ich schon abgelehnt werde, dann möchte ich wissen, warum. Bei uns in Österreich, also in den 60er Jahren, als der Vietnamkrieg tobte und nach 1968, waren wir auch in Innsbruck, milde revolutionär gesinnt, haben demonstriert, Teach-ins gemacht an der Universität und es war immer klar, die Staatspolizei ist dabei. Es war jedem von uns bewusst, in Einzelfällen wurden sie auch aktiv, aber es hat meines Wissens nie dazu geführt, dass eine Kartei angelegt hat, eine Kartei ja, aber dass diese Kartei auch Konsequenzen hatte. Also mir ist kein Fall bekannt, dieser Art, wie es dann in Deutschland gehandhabt wurde. Ich meine, Sie haben ja ein Problem mit der Aussage, mir kann nichts passieren, bei mir gibt es nichts Besonderes zu beobachten. Ich halte mich ja an die Gesetze. Das ist eine Einstellung, die in Österreich, glaube ich, eminent verbreitet ist und führt eben zu der ganzen Datenschutzdiskussion hin und der Frage eben der Freiheit von Überwachung. Warum ist das so eine schreckliche Einstellung, wenn man sagt, mein Herz ist rein, ich habe nichts zu verbergen? Wie geht der Kinderspruch? Komm herein, mein Jesulein, mein Herz ist so ähnlich irgendwie, kann mich nicht erinnern. Ja, irgendwas gibt es da. Boshaft gesagt finde ich, der Ort, wo man am meisten überwacht wird und wo man tatsächlich zu jeder Minute, Tages- und Nachtzeit einem über die Schulter geschaut wird, ist das Gefängnis. Da haben die Leute nichts zu verbergen, weil sie nichts verbergen können. Und das ist nicht mein Idealbild.
Ich finde, ich habe viel zu verbergen, nämlich Sachen, die andere schlicht nichts angehen. Ja? Was ich lese, geht im Prinzip niemand was an. Ob das jetzt mehr oder weniger Donald Duck ist und wenn ja, welcher, es geht niemand was an. Wenn ich meine Wohnung lasse, das geht nur mich was an. Also ich finde, wer Privatsphäre leichtfertig aufgibt, ist schon mit einem Fuß im Totalitarismus. Man darf sich aber nachher nicht beschweren. Haben Sie den Eindruck, dass diese Bereitschaft, sich beobachten zu lassen, jetzt auch in jüngeren Generationen stärker ausgeprägt ist? Einfach auch, weil dadurch, dass man die ganze Zeit online ist, man im Endeffekt ja auch viel weniger Privatsphäre als solches hat. Mir fällt jetzt nicht ein, wer es war, aber vor kurzem habe ich ein Zitat gelesen, jemand hat gesagt, ich glaube, es war ein Regisseur, Privatsphäre, das war gestern, das brauchen wir nicht mehr, es gibt es nicht mehr. Alles, was wir tun, ist öffentlich. Mir war das nicht einer von Facebook oder so? Ja, der Zuckerberg. Der Zuckerberg war es. Jetzt fällt es mir an. Ich weiß es. Es war leider ja nicht der Zuckerberg von Facebook, war es. Das ist eine Fakt. Logisch. Ja. Nein, das finde ich indiskutabel. Ich möchte auch diese Medien nutzen, ohne meine Privatsphäre preiszugeben. Ja? Und dass junge Leute oft nicht wissen, worauf sie sich einlassen, das ist ja auch bekannt. Ne? Bilder ins Netz stehen, von denen sie später bereuen, dass sie das getan haben. Das wissen wir alle. Und ich wundere mich schon manchmal, wenn ich in der Straßenbahn oder in der U-Bahn bin, wer da, aber das sind nicht nur junge Leute, alle telefoniert, die Sachen mithören, musste ich nicht hören will. Aber gut, ich trage auch mein Handy mit mir herum. Das finde ich jetzt nicht so tragisch. Also die jungen Leute sollten schon informiert sein, dass das, was sie mal ins Netz geben, womöglich dort ein Leben lang gespeichert ist. Ja? Das kann extrem tückisch sein. Gut, und last not least möchte ich auch noch kommen zu einer anderen Form von Freiheitsbeschränkung, aber über diese Schreiben in Ihrem Buch, nämlich die eher puritanischer Natur seienden Freiheitsbeschränkungen, also zum Beispiel, das erblicken Sie in den Anti-Rauchen-Gesetzen, jetzt ist ja ein neuer Vorschlag in Italien gerade herausgekommen, dass das Rauchen in Anwesenheit von Minderjährigen in Fahrzeugen unter Strafe gestellt werden soll. Es gibt offenbar auch Pläne auf EU-Ebene, dass man das, was mit den Zigaretten passiert ist, mit den Weinflaschen macht, dass man da drauf schreibt, jedes Mal, der Konsum dieses Produkt kann ihre Leber gefährden oder so weiter. Jetzt ist das ja etwas, ich nenne das für mich so Anordnungen für das sogenannte ordentliche Leben. Das geht ja weit über diese Suchtmittel hinaus. Also wenn man sich anschaut, was etwa die WHO eben in fast regelmäßigen Abständen irgendwelche, das ist zum Beispiel die Frage der Höchstaufnahme von Zucker, wie viel Zucker man konsumieren dürfte oder eben wie viel Alkohol noch akzeptabel ist am Tag, das wird von Stück für Stück runterlizitiert und das ist ja auch, und das ist für mich der Punkt, der irgendwo ja so vernünftig und das ist ja auch so statistisch untermauert. Also wie schätzen Sie jetzt diese puritanischen Versuche ein, wenn man sich überlegt, dass es ja irgendwie ja auch oft vernünftig ist oder ist es nicht vernünftig? Ich will aber nicht, dass mir jemand vorschreibt, wie ich vernünftig zu sein habe. Ja? Und abgesehen davon zitiere ich gerne eine OECD-Studie, die ist jetzt schon ein paar Jahre her. Die geben ja zum Beispiel Education at a Glance heraus, das sind diese Statistiken, Wohnungs und Schulen und so weiter. Unter anderem aber auch Health at a Glance. Und da war mal eine sehr interessante Studie, fand ich. Was ist die Volkskrankheit Nummer 1, die größten Schäden verursacht, finanziell, für die Versicherungen, für den Staat? Es sind nicht die Zigaretten, es ist nicht einmal der Alkohol, sondern sehr richtig. Und die Arbeit. Gemessen. Also Body Mass Index gemessen, die Fettleibigkeit ist die größte Volkskrankheit, also weltweit gesehen. Ne? Jeder weiß, dass ich rauche. Ich habe jetzt bis zum Überdruss betont und langsam geht es mir schon auf die Nerven, dass das ein Laster ist, dass das gesundheitsschädlich ist. Ich meine, ich bin ja nicht blöd, ich weiß das.
Dass ich jedem Jugendlichen empfehle, das erst gar nicht anzufangen. Jeder 50-Jährigen empfehle, damit aufzuhören. Aber ich bitte doch auch zu respektieren, dass mein höchstpersönliches Vorbild Helmut Schmidt ist.